Jagged Alliance 2 Wildfire. Neue Aufnahme für mich. Nach der letzten brauchte ich doch mal eine kleine Pause, denn die hat mich nervlich etwas gefordert. Auch wenn es eigentlich ja ganz einfach war. Ich musste ja hier fürs Fortnite nur einen taktischen Atomschlag anfordern. War eigentlich ganz einfach. Aber gut. Wollen wir jetzt endlich mal hier die Basis komplett einnehmen. Kann ja nicht sein, dass es hier so lange dauert. So, erstmal wieder alle normal bewaffnet, wobei ich habe jetzt alles so wirken nach. Ohne den Brain zum Beispiel, er hat seinen Dienst erfüllt, bleibt hinten. So, was wissen wir noch von letzter Folge? Also auf jeden Fall, hier versteckt sich einer. Hier sind wahrscheinlich auch welche drin. Und dann auf jeden Fall hier noch. Also sind vielleicht nur noch eine Handvoll. Sollte an sich nicht so schwer sein, aber. Okay. Ich sag ja sonst nichts weiter. Schaut mal hier! Ich denke, ich guck den erstmal mal. Ah, da geht's ja schon wieder los. Frag mich, was das für ein Geräusch. Oh, aber auch gut, wenn er sich bewegt hat. Da ist er leichter zu treffen. Ja. Dann schießt doch gleich mal. Hat die gleich schon ordentlich kassiert. Schick mal noch ran. So, wie weit muss er denn mal rüber, damit sie treffen kann? Jetzt kann sie treffen. Das gefällt mir. Ah, gut, haben wir das erste Problem schon beseitigt. Dann gehen wir jetzt hier diese Ecke an. Ja. Es waren ein paar Leute, die jetzt noch ziemlich voll sind. Ja. Da liegt was. Dann werden wir was kassiert. Okay, weil dann gehen wir an die Tür, aber machst du noch nicht auf. Wir warten nächste Runde ab. Ich hab da was gehört. Speichern wir schon mal. Ach so, die ist wieder. Eine verschlossene Tür. Ja. Okay, dann muss doch mal Grizzly die Tür öffnen. Ja. Gehen alle hier schön ran. Nächste Runde. Ich höre was. Ja, denken Sie dran, dass wir nicht alle erwischt haben. Ja. Oh, Blutgefäß getroffen. Ich glaube, das kommt wieder noch. Ja, dann machen wir das hier noch schnell. Und wir hier alle verbluten. Ja, mach ich. Können wir schon ein bisschen in diese Richtung hier gehen. Schaut mal hier. Ja. So, aber jetzt Tür öffnen bitte. Verdammt. Verdammt. Komm schon. Das ist unmöglich. Zumindest ach komm. Ja. Schön Brain. Vielleicht ist die Eieruhr abgelaufen. Ja, Brain geht aber mal hier weg. Ja. Hol erst mal ran. Warum bekam der jetzt eine Unterbrechung? Okay. Schlagbull. Geht schon gleich wieder los. Ja. Okay. Also Brain. Mach ich. Du bitte ran. Vielleicht ist die Eieruhr abgelaufen. Na schön, lassen wir jetzt auch erstmal Brain schießen. Nicht schlecht. Einer ist tot. Ja, was ich doch noch ein zweiter. Wir waren vom gleichen Schlag. Ja. Okay. Also Ty's Brain kann da gleich den ersten abknallen, aber dann sollten wir erstmal eine Granate reinwerfen. Können wir ja hier. Ja. Dimitri ein bisschen in Stellung bringen.
Ja. Pisse. Nein, nicht Pisse, Tür auf. Schlecht ist die Eieruhr abgelaufen. Schießt er noch daneben? Geht doch. Nicht schlecht. Dann gehst du mal weg. Ja. So, Dimitri wirft dann hier Granate rein. So, einer zerfleischt. Ja, ja, ja. Aber jetzt sollte er wohl hier rein können. Ja, da. Ah, da hinten liegt er. Wollen, mach den bitte kaputt. Danke. Gut. So, war's das jetzt eventuell schon? Was ist denn hier noch einer drin? Machen wir nächste Runde. Ja, ja, ja. Nee, es könnte es hier gewesen sein. Ja, hier drin haben wir alle. Oh, da hätte ich gerne mal wieder Echtzeit. Ja, ja. Ist jetzt nur noch hier einer, vielleicht zwei. Hier ist nämlich keiner, wir können ja trotzdem mal die da reinschicken. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, nee, bestimmt ist auch keiner. Ach nee, hier drin ist ja dann noch einer. Das heißt, wir könnten noch bis zu drei Leute haben, okay, die sich in der Basis immer noch ja herumirren. Armee. Na? Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Ja? Gut, dann rennt mal hier alle ein bisschen aus dem Lichtkegel raus. Okay. Ja. Ja. Ich muss jetzt sowieso auf ganzer Breite halt angreifen, damit er sich immer mal wieder ein neues Ziel aussucht. Ja. Ja. Ach, weißt du, Ben, kannst du hier hinten bleiben. Okay. Ja. Ach, der sieht immer noch. Ja. Okay, verbinde doch Grizzly. Oh, normal, vielleicht können wir den jetzt noch retten. Ach, geht nur einer? Nee, sag ich doch, geht zwei. Und dann rückt ihr jetzt mal ja vor. Gut, dass du mal anwerfen? Nein. Und vielleicht unter euch dann als Ziel. Damit zumindest Grizzly durchkommt. Verdammte Scheiße. Ja, so habe ich es mir gedacht. Jetzt gibt ihr auch noch um. Ja. Ja. Okay, jetzt versuche ich es einfach mal mit Dimitri hier mit dem Durchrennen. Verdammte Scheiße. Wenn es jetzt gleich nicht klappt, muss ich gehen nochmal neu laden. Oh, hat einen gleich getroffen. Ich bin Wale. Ja, es tut so weh. Ja, ja. Meine Familie in Brooklyn sagt ihnen, ich wäre gefallen, gestorben im Kampf für die Freiheit. So, der liegt im Sterben, der ist keine Gefahr mehr. Ja. Oh, kann ich euch alle retten? Ich glaube nicht, dass ich in diesem Zustand weit komme. Ach so, ja. Mist, ja, ja. Es gehen ja hier die ganzen ja Wände aus. Ja, sofort! Sollen die durchs Dahin? Ja. Feindliche Kräfte nicht sichtbar, aber ganz in der Nähe. Ich wunde. Ach, tiefe Wunde. Ja, okay. Oh nein! Ja. Das hat ja auch keine Verbände mehr. Nein, verbindet mal Dimitri.
Ja? Nee, hallo, ihr sollt nicht aneinander vorbeilaufen. Oh oh. Ich hab keine Verbände mehr. Na, Ira hat noch ein bisschen was. Ja, dann verbinde mal mit dem letzten Rest, den du hier noch hast, den Dimitri. Ist gut. Ja, bis jetzt haben wir, glaube ich, auch noch keine neuen Verbände gefunden. Nein. Ja. Mal gucken wir hier rein. Shit. Na gut, hier ist zumindest keiner. Auch nicht in den Duschen. Wird gemacht. Ja, ja, ja. Ja, dann machen wir jetzt den letzten noch platt, der sich hier drinne befindet. Ja, jawohl. Ja. Dann können wir erstmal hier die Basis und Ruhe durchsuchen. Denn neben Waffen sollte es ja hoffentlich auch ein paar Verbände geben. Ja. Okay. Mein Dimitri blutet immer, aber ich hab nichts mehr. Speichere ich jetzt auch mal extra ab. So. Ja. So. Ja. So, Barry, kriegst du die Tür auf? Maria. Das bereitet mit großen Problemen. Ach, was kannst du eigentlich? Ich will keine große Hilfe. Ja. Okay. Da muss Brain wieder ran. Und dann bin ich auch noch. Ja? Kann man die schon mal hier schicken, um hier ein bisschen die Spins zu durchsuchen? Ja. Brain, Tür aufmachen. Pisse. Nicht schlecht. Ja, danke. Ja, wir waren vom gleichen Schlag. Ach, halt die Fresse. So, laden. Warum sind da zwei drinne? Normalerweise ist da immer nur einer. Ja? Ja, so nochmal das Ganze. Nein. Okay. Dahin. Ja. Hier hin. Ja. Auch noch an. Ah, ich bin so noch verschlossen. Ja. Geht jetzt mal alle so postieren. Ja, ja, ja. In eine Richtung gucken. Ja. Und hoffen, dass ich dann hier gleich die Unterbrechung kriege. Ja. Dann holen wir Dimitri auch einfach noch ran, die mit der Granate. Okay. Ah. Ja, auf zu bluten, da haben wir keine Zeit. Warte mal kurz, bis Dimitri da ist. Denn dann speichere ich jetzt nochmal. So, Brain, Tür öffnen. Was ist das? Ach komm, das ist doch nicht wahr. Wir waren vom gleichen Schlag, Bull. Ich werde mich um... Ja. Versuchen wir mal was ganz anderes. Nur TNT oder lieber was Stärkeres?
Jawohl! Was? Warum Fragezeichen? So, ist hier kein Zünder dran? So, ja, Zünder fehlt. Haben wir jetzt Zünder? Warum ist hier kein Zünder? Hat wir einen Zünder? Warum habe ich dafür keine Zünder bei? Soll doch TNT nehmen. Normale Zünder, oder? Ja, sind normale Zünder. Warum habe ich keine Zünder eingepackt? Maria, geht gemacht. Wie, was, was? Geht es jetzt nicht hoch, oder was? Ich höre was. Ja. Es gibt Ärger. Ja. So. Jetzt. Ja, aber mach dich doch mal tot. Geht doch. Gut. So, eine Elite ist weg. Dann haben wir jetzt noch eine drin. Jetzt platzieren wir die einfach so, dass die in diese Richtung hier alle gucken. Ja. Nächste Runde. Oh nein! Damit genau das hier passiert. Ja, haben wir es jetzt? Geht doch. Gute Arbeit, Cap. Dass sie die Raketenbasis lahmgelegt haben, okay, hat uns etwas Spielraum verschafft. Ja. Wisst ihr was? Sie sind alle hin. Jo, jetzt muss ich erstmal schnell alles durchsuchen. Nach Verbänden. Ah, yeah. Bevor wir loslegen, ich habe mich umgehört, Cap. Ihnen ein bisschen Laufarbeit erspart. Ich weiß jetzt, wo die anderen Raketen stationiert sind. Einer ist etwas südlich von Chisina, einer südlich von Cambria. Und dann hat sie einer in der Hauptstadt Maduna. Soweit ich weiß, sind das alle. Keine Ursache, Cap. Wo wollen Sie nochmal hin? Ja, ja, danke. Ich komme später darauf zurück. Also, was haben wir jetzt erstmal alles? Nichts unbedingt Brauchbares. Also, aufmachen. Ja. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir erst recht nicht. Nichts. Nichts. Ah. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Du hast hier keinen Verbandskasten dabei. Verdammt. Ja. Gut. Ist leer. Ah, ich muss doch irgendwo was Brauchbares sein. So, gucken wir mal, was haben wir alles. Es ist ja schön, dass wir gleich für einen Krieg gerüstet sein werden, aber... Keiner hat Verbände, das kann doch nicht sein. Okay. Ja. Ist leer. So, bitte hier noch. Verdammt. Ich brech zusammen. Ja, nimmst dir noch einen Schluck. Ja. Machst du jetzt auf. Verdammt. Das ist unmöglich. Zumindest für mich. Ja, geht Brain wieder ran. Ja. Hier nochmal rein. Hier ist auch nichts weiter. Kann nicht sein, dass auf einer ganzen Basis kein medizinisches Material ist. Pisse. Pisse. Nicht schlecht. Ein Arztkoffer. Ach, danke. So, wer übernimmt MD? MD ist ja mein Sanitäter.
heißt, nee, das war bei mir nochmal alles manuell. MD. Ja? So, ja. Das. Okay. Dimitri. Ja? Ja, sofort! Und verbinde ihn halt eher erstmal manuell und dann werden wir hier ganz klassisch hier Arzt-Patient-Einteilung machen. So, die anderen sind ja hier nicht am Verbluten. Ja, na, komm, gucken wir noch hier ins letzte Häuschen rein. Ja. Okay. Dann sollten wir soweit alles haben. Ja? Können wir noch gucken, ja, ob der hier irgendwas Interessantes fallen gelassen hat. Ja. Ah, kriegst du die Tür auf? Maria. Nein. Das bereitet mit große Probleme. Ich werde zu nicht zu gebrauchen. Und ist hier was? Nein, schade. Nein, soll's runter. Ja. So, Brain, grüßel ihn nochmal. Und dann sollten wir es ja hier gleich haben. Was haben wir eigentlich alles Interessantes? Also, wir haben nochmal hier zwei gute Gewehre. Jede Menge Munition. Und die werden wir auf absehbarer Zeit halt nicht kaufen. Müssen wir mal ein paar Granaten. Ja, Mörser haben wir leider noch nicht. Gibt es noch ein Nachtschichtgerät? Zusätzliche Panzerungen, richtig, sind auch wichtig. Tarnsets. Ah, hier mit den Compounds kann man auch nochmal Rüstungen verbessern. Ja, sobald man die erste Raketenbasis hier eingenommen hat, dann braucht man wie heißt die Seite nochmal? Barbie Dingsbums, Barbie Race. Oh mein Gott, gucken wir doch mal, was hat die alles. Ah, Waffen. Am Anfang haben sie überwiegend noch Hohlspitzmunition, aber nützt uns alles erstmal nichts. Aber ich bestelle ja nochmal hier den Ärztekoffer, denn den brauchen wir ganz einfach. Ach, hier auch noch gleich zwei Silbenkästen stellen. Stimmungsorte der Terrassen. So, machen wir über Nachtexpress. Das war ganz schön teuer. Nee, lieb, machen wir Standardservice. Und es geht ja jetzt fast schon eine Triage. Den knappen Mitteln, die ich hier gerade mit Leuten versorgen musste. Hat einer was verloren? Schade, soweit nichts Brauchbares. Nun gut, aber trotzdem kann jetzt gesagt werden, die Basis ist erfolgreich eingenommen. Keiner ist gestorben, was mir besonders wichtig ist, denn ich will alle Leute durchbringen und wenn ich dafür tausendmal neu laden muss, sorry, aber damit müsst ihr aber ja leben. Bin halt einfach so einer. Ja, dann kommt als nächstes halt erstmal hier Milizen ausbilden. Denn die Raketenbasis, da werden immer als erstes angegriffen. Dann, ja, was folgt denn als nächstes? Dann wäre das nächste große Ziel Shizena. Wo es dann hingeht. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Ist auch ein ziemlich weiter Weg dorthin, und wer weiß, wie viele Kämpfer zu einer schönen Zeit noch ereilen. Und dann laufen ja auch bald die Verträge der Söldner aus, und da brauchen wir auch jetzt wieder Geld. Ja, ist noch viel zu tun, viel zu tun. Aber trotzdem, schaltet wieder ein. Tschüss.